Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mass Effect 1 Legendary Edition. Ja, kurzer Folgenrückblick. In der letzten Folge haben wir die Mission Kollisionskurs abgeschlossen. Und zwar ist da der Asteroid X57 auf Kollisionskurs mit Terra Nova gewesen. Ja, auf... Und warum war der auf Kollisionskurs? Weil so ein paar hässliche Vieraugen, Batayaner ihres Zeichens, diesen da auf Terra Nova gelenkt haben. Normalerweise werden die mit Triebwerken ins All weit rausgeschoben und dann gesprengt, um die Ressourcen zu kriegen. Naja, wir haben den Batayanern Einhalt geboten. Balak hieß der Typ, den wir da so ein bisschen in den Schrank gewiesen haben. Und haben ihn aber leben lassen. Also wir haben ihn verschont. Ich hoffe, das fällt uns nicht auf die Füße irgendwann später. Naja, wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. Wir gehen mal ins Journal. Was steht denn hier an? Man kann immer nach ältesten Missionen, die noch offen sind, sortieren hier. Wir hätten da Pharos, Geth-Angriff. Die Geth haben die Kolonie Pharos angegriffen. Ihr Primärziel lautet, in der Kolonie Zus Hope herauszufinden, was Saren vorhat und warum er die Geth-Truppen auf diesen Planeten geschickt hat. Das wäre jetzt eine Hauptmission. Bei den Nebenmissionen haben wir auch noch welche Mauer nach den ältesten. Ah, ist schon. Das sollen wir in die Citadel, die Keeper scannen. Ah nee, das gehen wir mal nach Neues. Was haben wir denn da noch gehabt? Was wir zum Schluss gemacht haben. Salarianisches Artefakt? Nee. Ah, hier ist doch noch so ein Nebenmissionsteil. Genauso wie hier. Alles klar. Nach Sana informieren. Also ich würde sagen, bevor wir zur Citadel zurückfliegen, schauen wir uns den Geth-Angriff an auf Pharos. Das heißt, wir müssen untersuchen sie Pharos. Ja, wir müssen zurück nach Pharos reisen. Das wird man jetzt tun. Vorher schauen wir nochmal ins Inventar. Bin ich da irgendwie schwer belastet? Nö, ich habe einen Haufen Sachen, ich weiß. Aber wir hatten uns ausgerüstet, meine ich. Hatten das letzte Mal noch, glaube ich, ein paar Folgen davor, die... Oh, Mensch, wie hieße die Doktor... Ah, die Asari-Tussi da haben wir noch ausgerüstet, Mensch. Die Liara Tesoni. War, sag mal, musste ich nicht hier auch noch irgendwie sprechen? Oder habe ich das schon gemacht? Na, scheinbar habe ich das schon getan. Ich habe das mal in einem Video gesehen noch, was ich nachbearbeitet habe, dass da einfach weggelaufen bin. Ich hoffe, ich habe da nichts verkackt. Mit ihm brauchen wir jetzt nicht reden. Joker? Der wird uns wieder dasselbe nur erzählen wie immer. Ich quatsche dir nochmal an. Wie gesagt, ich mag Joker, aber wenn es dann wieder auf das hinausläuft, dass er Angst hat, dass ich ihn wegen seiner Krankheit frage, dann wird es echt nervig. Commander, etwa noch eine Frage? Was für eine Krankheit untersuchen? Woher kommt der Spitzname? Das haben alle schon gefragt. Schiffsstatusbericht, wollte nur mal bla bla bla. Persönliche Vergangenheit. Ich mach mal Schiffsstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Ah, das kennen wir auch schon. Sie ist das beste Schiff der Flotte. Ich brech das mal ab. Aber sie braucht einen Piloten. Es gibt ein paar Schwierigkeiten. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Ja, Joker bist du nicht. Auf Wiedersehen, Joker. Ich muss gehen. Bis dann. Jajajaj, du Eigenlober, du. Ja, ja. Gehen wir mal woanders hin. Gehen wir doch mal zur Crew runter, bevor wir dann nach Terra Nova starten. Vielleicht hat Rex noch was zu erzählen. War das nicht so, dass ich hier diesen brutal schnellen Fahrstuhl wieder fahren muss? Ja, genau. Ja, aber irgendwie muss man ja die Ladesequenzen manchmal vielleicht überbrücken. Macht man das halt so, mit einem Fahrstuhl, der wirklich schleichend schnell ist. Das ist ja unbegreiflich. Ich würde auch sagen, in der nächsten Mission nehmen wir mal jetzt nicht Rex mit. Was wollen Sie, Shepard? Persönliche Frage, untersuchen. Infektion, Auslöschung, zurück. Persönliche Frage haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Also ich glaube, so viel haben wir nicht mehr mit denen zu bequatschen gerade. Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Ah, tatsächlich? Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen. Ich musste überleben. Okay, warum verlassen? Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Interessant. Was ist geschehen? Ich wurde verraten.
Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Yaroth an, einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Das kenne ich noch nicht. Und was war mit Ihnen? Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Yaroth zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn... Die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Was war mit Yaroth? Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Ja, riskante Sache. Hingegangen? Fragezeichen. Ich frage ihn mal. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt. Sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Was? Ihr Vater? Ich frage mal noch Ihr Vater. Yaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesem Tage. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen. Meine Fresse, der Brax hat aber eine harte Geschichte, hey. Der hat seinen Alten umgemacht, Junge, hey. Weil er gesponnen hat und sich nicht mit sich reden lassen hat und total verbohrt war und nur Krieg wollte. Die Kroganer, das kriegerische Volk. Mann, hammerhart. Mehr können wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Familie, aber warte mal, Auslöschung, Familie, Infektion. Ich frage mal nach Familie. Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Wollen Sie mich zum Weinen bringen, Shepard? Ich habe noch ein paar Dinge mit meiner Familie zu klären. Und das ist alles. Sprechen Sie weiter, tatsächlich. Kommen Sie zum Punkt. Tatsächlich? Was für Dinge? Bevor ich fortging, habe ich dem Vater meines Vaters einen Schwur geleistet. Ich habe geschworen, die Kampfrüstung meiner Familie zu finden. Sie wurde ihm nach den Aufständen abgenommen. Rüstung? Wo ist sie, Rüstung? Was ist so Besonderes an dieser Rüstung? Sie ist ein Relikt, im Grunde wertlos. Aber vor dem Krieg wurde sie von 5 Generationen meiner Familie getragen, also gehört sie rechtmäßig mir. Sie wurde damals von der turianischen Armee konfisziert. Nach dem Krieg war es uns nicht gestattet, Rüstungen oder Waffen zu tragen. Jetzt hat sie Ton Actus. Er ist ein turianisches Schwein, das Kriegsrelikte sammelt. Er hat Millionen damit gemacht, kroganische Artefakte zu verkaufen, die meinem Volk gehören. Er lagert seine Waren in verschiedenen Basen, alle gut befestigt und bewacht. Und ich weiß nicht, in welcher Basis er meine Familienrüstung aufbewahrt. Aha, verstehe. Untersuchen. Ich werde sie suchen. Das haben wir. Verstehe. Ich gehe mal auf, ich werde sie suchen. Sagen Sie mir, wo ich als erstes danach suchen könnte. Ich werde die Daten in das Navigationssystem importieren. Eine Bitte, Commander. Ich möchte dabei sein, wenn Sie ihn finden. Okay. Bis dann, Rex. Shepard. Krass, wir haben was freigeschaltet, dadurch, dass wir mit dem Rex mal gelabert haben. Alles klar, super. Können wir dir auch noch was sprechen, Ashley? Hast du auch noch eine Nebenmission für uns vielleicht? Commander. Dann können wir reden. Auf Wiedersehen. Wie machen wir uns? Das sind irgendwie die gleichen Dinger nur. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission?
Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Ah, Mensch. Ashley, du und die Aliens, das war ja schon immer so eine geniale Mischung. Ich glaube ihr, es ist vielleicht ohne Bedeutung, wir werden sie beobachten. Es ist vielleicht ohne Bedeutung. Ich mach mal, es ist vielleicht ohne Bedeutung. Nicht jeder hat ein glückliches Familienleben. Ich weiß. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass sie auf unserer Seite steht, nur weil Benesia sie nicht oft genug in den Arm genommen hat. Ich werde sie im Auge behalten. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Ja, stimmt ja. Die Benesia. Die Lady Benesia, die war die Mutter von der Tesoni. Genau. Ja, die haben wir in weiteren Folgen davor schon, ja, mehr oder weniger ausgeschaltet. Ja, auf Wiedersehen erstmal. Wegtreten, Chief. Ma'am? Ja, wegtreten, Chief. Also, wenn, dann hätte ich gesagt, danke für die Info oder so, ne? Aber die sind immer so hart. Was ist mit dir hier, Garrus? Da drüben steht übrigens dein Kumpel hier, ne? Ihr mögt euch richtig, glaube ich. Wir werden demnächst mal auf Commander, ein koreanisches Schwein zugehen, hat er gesagt. Sie und die Citadel Sicherheit. Ah, das haben wir auch schon bequatscht, da gibt's nichts Neues. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Commander. Okay. So, dann verkaufen wir jetzt mal hier. Wollt ihr nicht irgendwelche billigen Sachen verklopfen? Brauchen Sie Vorräte? Untersuchen, ja, später vielleicht. Untersuchen. Neue Produkte? Wie häufig bekommen Sie neue Produkte rein? Das hängt davon ab, wie viele Lizenzen Sie erworben haben. Aber ich habe eigentlich immer ein paar neue Produkte im Angebot. Und in jedem größeren Raumhafen kaufe, verkaufe und tausche ich möglichst viele Waren. Kommen Sie mal wieder vorbei. Ich muss meine Waren möglichst schnell verkaufen. Deshalb habe ich hier immer nur die einfachsten Produkte durchgehend auf Lager. Zeigen Sie, ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, haben wir denn nicht hier irgendwie solche verkaufen? Hatte ich nicht hier solche Dinger gekauft? Boah, scheiße, Junge, was ich mir alles mit mir rumschlepp. Universalwerkzeug, Blue Wire, weg mit. Rüstungsupgrade, Schockabsorber, 2. Wie viele Rüstungsupgrade haben wir denn? Haben wir da noch einen? Haben wir sogar 3. Also die ganzen Zweier-Sachen fliegen jetzt raus hier. So. So langsam machen wir ein bisschen Geld, ne? Aber der kriegt immer mehr neues, gutes Zeug rein und das wird exorbitant viel teurer als das, was wir hier haben. Also ich glaube, kaufen ist sinnfrei hier in dem Spiel. Glaubt, man findet eher Sachen und rüstet sich damit aus. Ist, glaube ich, besser. Rüstungsupgrades. Und vor allem, warum kann man das nicht sortieren? Nach Rüstung, nach irgendwas. Das wäre mal nicht schlecht. Granatenupgrade, Fusionssprengsatz. Wieso habe ich das nicht? Haben wir das auch in der Stufe 4? Boah, da wärst du ja besoffen, wenn du dazu guckst. Ach du Scheiße. Ich hätte gerne mal so ein Münz. Ich glaube, wir müssen uns erstmal. Ja, da. Kaufen. Was verkaufst du denn überhaupt? Präzisionsgewehr, Schrotflinte, Pistole, Schrotflinte, Schrotflinte, Universalwerkzeug, Blue Wire 7. Kann man das nicht auch irgendwie vergleichen? Also. Doch hier. Naja, das ist ja absoluter Mist gegenüber meinem. Die Storm 7 vergleichen. Auch schlechter als meine. Finde ich gut, das geht doch. Ich habe die Katana. Präzisionsgewehr Hämmer 6. Vergleichen. Habe ich die Equalizer. Das ist alles viel besser als das, was der da mir anbietet. Hier mal schauen. Ja, wenn du da was findest, was wirklich besser ist, dann kostet das Ding 300 und 4000. Also, Leute, das geht ja gar nicht. Schrotflinte, was ist mit dir? Die kostet 266. Ja, das ist Sturmgewehr. Das ist halt wenigstens preislich sortiert, ne? Die Pistole, die könnte ich mir holen. Und da bin ich aber nicht überzeugt von. Also, nischt. Verkauf haben wir gemacht.
Ich glaube, ich schaue erstmal hier nach meinen Ausrüstungen. Was ich mir noch hier in die Knarren packen kann. Die Pistole. Was haben wir denn hier für Upgrades? Wir haben Panzerbrechend gerade drin. Panzerbrechend 3. Brandmunition. Haben wir vielleicht Panzerbrechend noch mehr? Wolfram. Gegen synthetische Ziele machen wir da mehr Schaden. Mit der Wolfram, mit dem Upgrade. Brandmunition. Aber die Präzision geht da runter. Das will ich ungern haben. Polonium 4. 40 Giftschaden und 5 Schaden pro Sekunde für 5 Sekunden. Das hört sich natürlich auch nicht schlecht an, gell? Was macht denn unseres? Panzerbrechend? 25 Schaden gegen synthetische Ziele. Das ist natürlich auch echt fett, ne? Wolfram macht 33. Ja, dann Wolfram-Upgrade rein. So, was haben wir hier? Visiereinheiten, Upgrade, der Kampfscanner. Speziell kalibrierte Visiere können die Waffenpräzision erhöhen. 9 Max-Präzision, also Prozent. Und hier haben wir Erkennungslevel 5. Ah, der zeigt mir die Gegner, wenn das anfängt zu zippeln und zu zappeln. Ah, Laufverlängerung. Nee. Stabilisator. Die Stabilität höher. Laufverlängerung, Laufverlängerung. Nee, da bleibe ich mal beim verbesserten Visier. So, bei unserem Scharfschützengewehr, was können wir denn da machen? Was haben wir denn da rein gemacht? Giftschaden für 6 Sekunden, 35. Chemisch 2. Was ist denn eine Protonenladung? Ah, Schildumgehung, ja, das ist jetzt nicht so meins. Shredder? 30 Schaden gegen organische Ziele? Boah, das wäre gegen Viecher, haut es natürlich voll rein. Hier haben wir... Gegen synthetische Ziele. Ich habe im Moment Giftschaden, ne? Panzerbrechend. 25 gegen synthetische Ziele. Ja, was mache ich denn jetzt? Das Chemische ist schon geil, ne? 35 Giftschaden. Ich glaube, das lasse ich drin. Kühlkörper-Mod. Ich habe den Kühlkörper 3 jetzt gerade installiert. Das lassen wir auch so. Okay, einmal zurück, bitte. Granatwerfer, ja genau, da hätte ich ja gerne mal geguckt. Wir haben doch hier Fusionssprengsatz, habe ich jetzt gerade drin. 35 Giftschaden. Brandsprengsatz. 23 Schaden. Kyro-Sprengsatz. Der Kyro-Sprengsatz nutzt ein kleines... Bose-Einstein-Kondensat, eine Masse extrem kalter subatomarer Partikel. Bei der Detonation können sie alle in der Nähe stehenden Feinde schlagartig einfrieren. Das ist ja geil. Das probiere ich aus. Das will ich wissen. Das machen wir. Ich will Leute einfrieren und dann zerschießen. So, nach dem Motto Terminator lässt grüßen. Ja, da bin ich doch dabei. Hier kann ich nichts einbauen. Und wie sieht's hier aus? Haben wir da was Besseres gefunden? Vielleicht Notfall-Interface? Das lasse ich mal drin. Weil... Also, es sei denn, wir finden was Besseres. Ja, ist der Schadensschutz höher. Ich will aber lieber regeneriert werden. Komm schon, habe ich nicht ein besseres Notfallinterface gefunden? Medizininterface? Ah, 2,3 und Giftresistenz. Das können wir schon mal gleich direkt wechseln. Wir haben das Medizininterface 4. Vielleicht habe ich noch was Besseres gefunden. Ah ne, wir gehen schon jetzt auf die 3 herunter. Schildmodulator brauche ich nicht. Puffer, kinetischer Puffer, nein, 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 nein. Schildmodulator auch nicht, nein, 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 nein. Medizininterface 5 haben wir doch auch. Was habe ich denn jetzt da reingemacht bei mir? Ja, 4. Ja, bitte, dann machen wir 5 rein. Auf jeden Fall. Haha, schon bin ich fast unverwundbar. So, beim Sturmgewehr, was können wir denn bei dir machen? Aber Tsunami. Da haben wir im Moment die Reiser drin. 25 Schaden gegen organische Ziele. Das sollten wir auch beibehalten. Ein bisschen was gegen organischen Mist. Haben wir nochmal Reiser hier? Kyro war Schildumgehung, Brand. Nee. Schredder. Schredder war auch gegen 30%.
Reiser 3, 25 gegen organische Ziele. Machen wir Schredder noch ein bisschen höher. Schredder 4. Ja, dann nehmen wir Schredder. Ganz klar. Und bei den Mods haben wir das verbesserte Visier auch wieder drin. Ja, da hätte ich auch nur den Kampfscanner. Laufverlängerung. Ah, ich weiß nicht. Ein Kampfscanner, ich will das nicht. Ich lasse lieber das verbesserte Visier drin. Damit wir genauer schießen. Okay. Na, dann gucken wir noch bei der Schrotflinte. Dann sind wir erstmal durch hier mit uns ausrüsten. Anzug. Ob ich einen besseren Anzug finde, weiß ich nicht. Wir können mal gucken, ob ich einen besseren gefunden habe überhaupt. Es ist schon wieder bei 21 Minuten. Wir müssen jetzt langsam mal los. Nach wo auch immer ich hin wollte. Scheiße. Also die Firestorm. Präzision, ja. 197. Ja, die ist fast besser, ne? Die Kühlkapazität. 194 beim Schaden, nicht ganz so hoch. Ja gut, nee. Lieber mehr Schaden. Ich glaube, deswegen habe ich die auch genommen. Nicht die, und dann nicht die Firestorm deswegen. Was ist mit der Storm? Die Firestorm... Ja, ich habe die Katana. Haben auch Giftschaden reingepackt hier. Schildumgehung, Brandmunition. Ja, Präzision ist bei dem Ding eh scheißegal, ne? Brandgeschosse bestehen aus einem Thermit, aus einer Thermitpaste, die an nahezu jeder bekannten Substanz haften und sich hindurchbrennt. 12 Schaden. Das ist natürlich auch fett, ne? Aber wir haben 40 Giftschaden hier. Tonladung, das war die Schildumgehung nur. Schredder, das war wieder gegen organische Ziele. Was haben wir denn an Mods noch hier? Waffenmod, Großkaliberlauf. Oh, wir haben eine Großkaliberlauf drauf gemacht. Deswegen schießen wir auch so langsam, glaube ich. Minus 20 Feuerrate, genau. Aber 14 Schaden mehr. Hitzeabsorption, das ist eigentlich gar nicht so gut, der Kaliberlauf. Die Laufverlängerung ist, glaube ich, besser. Wir machen die Laufverlängerung 5 dran. Alles klar, dann können wir auch ein bisschen schneller ballern wieder mit dem Ding. So soll es sein. Und ich glaube, wir können jetzt auch mit keinem weiter mehr hier labern. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch. Was war eigentlich hier unten? Das vergesse ich jedes Mal. Jedes Mal überlege ich das dann. War das irgendwie Quartier von mir? Ah nee, das ist der Maschinenraum. Na klar. Na, wir sprechen nochmal mit Tully. Shepard, gut, dass Sie hier sind. Ja, warum das denn? Glücklich? Geht es ihm besser? Was ist denn los? Geht es ihm besser? Schön, Sie wieder lächeln zu sehen, gewissermaßen. Ich schlafe jetzt viel besser. Ich habe mich wohl an die Stille auf diesem Schiff gewöhnt. Aber ich denke immer noch viel an meine Pilgerreise. Ich weiß, dass Saren höchste Priorität hat. Ich hatte nur gehofft, auf einer der vielen Welten, die wir aufgesucht haben, etwas zu finden, das ich zurück zur Flottille bringen kann. Keine Sorge, kommt noch. Zum Beispiel, das ist Ihre Motivation. Ich mach mal keine Sorge, kommt noch. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Sie werden schon noch etwas finden. Ja, aber ein ausgedientes Schiff als Ersatzteillager wird meinen Leuten nicht reichen. Es muss schon etwas Besseres sein. Man erwartet viel von mir. Warum? Warum erwartet man so viel von Ihnen? Es hat mit meinem Vater zu tun. Er ist ein hohes Mitglied des Admiralitätsrates. Er ist einer von nur 5 Leuten, die die Entschlüsse des Konzils zum Wohl der Migrantenflotte überstimmen können. Mein Vater ist verantwortlich für das Leben von 17 Millionen Leuten, für unser ganzes Volk. Und ich bin sein einziges Kind. Großer Druck? Hatte keine Ahnung. Verantwortung für Billionen? Billionen! Ja. Adlige Herkunft. Ich frag mal nach der adligen Herkunft. Dann sind Sie so etwas wie eine quarianische Thronfolgerin. Nein, so funktioniert das nicht. Die Position meines Vaters ist nicht vererbbar. Ich persönlich werde wohl niemals im Admiralitätsrat sitzen. Offiziell bin ich eine gewöhnliche Bürgerin wie alle anderen. Aber in der Praxis sieht das anders aus. Aufgrund meines Vaters haben mich die Leute immer anders behandelt. Bevorzugte Behandlung? Großer Druck? Hatte keine Ahnung, dafür habe ich keine Zeit. Ich frage mal, ob sie bevorzugt behandelt wurde, aber ich glaube nicht. Also ich denke eher mal, dass der Druck groß ist. Sie müssen viele Privilegien genießen. In meiner Kindheit hatte ich es wohl leichter als die meisten anderen. Aber es gibt auch Nachteile.
Leute wie mein Vater haben viele Feinde. Und sie zögern nicht, mich zu nutzen, um ihm zu schaden. Hm, großer Druck. Das muss schwer für sie sein. Mein Volk legt hohen Wert auf die Familie und die Herkunft. Es gibt die unausgesprochene Erwartung, dass ich in seine Fußstapfen trete. Alle erwarten von mir, dass ich etwas ganz Besonderes von meiner Pilgerreise mitbringe. Etwas, das unser Leben positiv und dauerhaft verändern wird. Wenn ich es nicht schaffe, gelte ich als Versagerin. Und das hätte unangenehme Folgen für mich und meinen Vater. Galaxie retten? Das wollen wir nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Galaxie retten? Ihre Arbeit hier ist wichtiger als alles, was andere Quarianer jemals getan haben. Ja, ich weiß. Aber die quarianische Kultur ist nicht einfach zu verstehen. Wir sind eine sehr isolierte Gesellschaft. Ereignisse, die nicht unmittelbar unsere Flottille betreffen, sind den normalen Bürgern egal. Unser größter Traum ist, eines Tages nach Hause zurückzukehren und die Geth zu vertreiben. Aber selbst wenn wir Saren aufhalten, wird das nicht geschehen. Hinter dem Nebel gibt es noch Millionen von Geth. Und solange sie noch dort sind, müssen wir im Exil leben. Wie lautet die Antwort? Was zum Beispiel könnten Sie denn mitbringen, um alle glücklich zu machen? Etwas, was uns helfen kann, die Geth besser zu verstehen. Seit unserer Flucht haben sie sich deutlich verändert. Sie scheinen sich zu entwickeln. Wir haben sie gründlich studiert, aber es ist nicht einfach. Sie sind sehr scheu. Noch bis vor kurzem haben sie den Nebel niemals verlassen. Und alle Geth, denen wir jetzt begegnet sind, stehen unter Sarens Kontrolle. Wir müssen Geth finden, die eigenständig agieren, unabhängig. Aber ich will damit nicht unsere Mission behindern, Shepard. Erst müssen wir Saren aufhalten. Dann werde ich mich um meine anderen Probleme kümmern. Quarianer, die Geth, Pilgerreise, das haben wir alle schon gefragt. Tallys Vater, da können wir nochmal nachfragen. Wie war ihr Vater? Es war nicht einfach, als Tochter eines der Admiralitätsmitglieder aufzuwachsen. Schon bevor er dem Rat beitrat, war er ein berühmter Mann. Die Leute sahen in ihm eine Führungspersönlichkeit. Er ging immer mit gutem Beispiel voran. Und das Gleiche erwartete er auch von seiner Tochter. Und er war sehr streng. Ein Mann des Militärs, durch und durch. Er hat immer nur Bestleistungen von mir erwartet. Als Kind hatte ich oft das Gefühl, dass er zu viel von mir verlangt. Aber mittlerweile bin ich alt genug, um zu würdigen, was er mir beigebracht hat. Dass wir von der Welt nichts geschenkt bekommen, sondern uns alles erarbeiten müssen. Anderes Thema. Nein, das machen wir nicht. Wir fragen mal weiter. Wie war Ihre Mutter? Verhältnis zum Vater. Ich frage erstmal nach der Mutter hier. Die gehört ja auch dazu. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Meine Mutter war immer da, aber sie schien immer nur eine Nebenrolle zu spielen. Sie stand sozusagen immer im Schatten meines Vaters. So geht es vielen Leuten mit meinem Vater. Sie ist vor ungefähr 5 Jahren gestorben. Sie war an einem Virus erkrankt, von dem die Flotte befallen war. Das passiert manchmal, wenn die Filter versagen. Meinen Vater hat das schwer getroffen. Nach ihrem Tod hat er sich noch mehr in Arbeit gestürzt. Das ist wohl seine Art, mit der Trauer fertig zu werden. Verhältnis zum Vater? Klingt nicht gerade nach einer glücklichen Kindheit. Machen Sie Ihrem Vater keine Vorwürfe? Wie schon gesagt, es war nicht einfach. Zu meinem Vater kann man kein besonders inniges Verhältnis haben. Und er war auch nicht besonders oft zu Hause. Zu beschäftigt mit Arbeit. Die Leute zählten auf ihn und er hat seine Pflichten sehr ernst genommen. Selbst wenn er zu Hause war, schien er immer etwas abwesend zu sein. Als ob er mit den Gedanken immer woanders war. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich gestehen, dass ich ihn nie lächeln gesehen habe. Nicht ein einziges Mal. Diese ganze Verantwortung schien immer wie eine Last auf seinen Schultern zu liegen. Ich weiß, dass ich ihm am Herzen liege. Aber er hat es niemals gezeigt. Nicht so wie andere Väter jedenfalls. Ich glaube, das Beste, was ich über meinen Vater sagen kann, ist, dass ich ihn respektiere. Okay. Jetzt wissen wir das auch. Haben wir von der Tally auch nochmal was Neues gehört hier heute. Gar nicht schlecht. Also informativ war das schon ganz schön. Ich möchte über etwas anderes sprechen. Zum Beispiel? Ja, auf Wiedersehen möchte ich sprechen. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Danke, Tally. Codex hat sich aktualisiert. Oh Mann, das ist wieder sekundär. Ich weiß es jetzt schon mit meiner Lesestärke. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch an unser Rednerpult und werden die Weltherrschaft an uns reißen. Dazu muss ich aber erstmal Fahrstuhl fahren. Das war hier. Mit dem schnellsten Fahrstuhl der Welt fahren wir wieder auf die Brücke. Was steht da eigentlich? TLX 008 WXMAT. Das ist wahrscheinlich der Hersteller des Fahrstuhls. Man sollte ihm mal schreiben, dass er den Motor austauschen soll, dass der ein bisschen schneller geht.
Und warum sind das keine automatisch öffnenden Türen hier? Also das gibt's ja nicht. Ständig muss ich das selber machen. Naja. So, wir stellen uns mal ans Reisepult. Und jetzt würde ich aber sagen... Ja, das sind ja die Aufträge, die wir nebenher bekommen haben. Rex, das ist die Rüstung finden. Artefakt gefunden, das nicht. Aber Rex ist neu dazugekommen. Die Vermissten, das war ja dann auf der Citadel. Die Hauptmission, und zwar nach Pharos. Nach Pharos reisen. Das werden wir jetzt tun noch. Auf jeden Fall. Weil den Asteroiden X57, das haben wir ja erledigt. Da brauchen wir nicht nochmal landen. Da können wir immer nochmal landen. Das machen wir nicht. Nein, herauszoomen. Terra Nova. Tür. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich hier den ganzen Spaß hier abgescannt hatte. Loki. Ja, ja, doch. Das hatte ich mal vorgelesen, glaube ich. Bevor wir hier überhaupt auf den Asteroiden gelandet sind. Boah, meine ich auch. Naja. Können wir auf Terra Nova eigentlich landen? Nee, gell? Leider nicht. Das hätte mich mal interessiert. Wäre ich gerne mal ein bisschen rumgelaufen. Tür, da ist auch nichts. Das haben wir untersucht, alles. Naja, dann raus hier. Jetzt muss ich mir überlegen. Wir sind im Asgard-System jetzt gewesen. Utopia, waren wir in Utopia schon? Nee, das machen wir nicht. Wir springen etwas weiter nach Terran. Artemis Tau Cluster. Nach Pharos, da sollten wir hin. Und das sollten wir jetzt auch tun. Herkules. Pharos. Boah, das ist aber eklig hier. Ja, wir möchten in das System Pharos reisen. Schnallt euch an! Das ist so gut gemacht, echt ohne Scheiß. Dieses Spiel ist einfach so geil, das zieht einen so schön rein. Also es macht einfach Spaß. So, hier haben wir mehrere andere Planeten, das machen wir mal später. Wir gehen jetzt direkt nach Pharos. Das Unternehmen Exogenie oder Exogenie hat auf Pharos eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Pharos früher eine sehr viel kältere Welt war. Pharos hat 2 Monde, Orkan, der Vater und Vardet. Gründungsjahr der Kolonie ist 2178, Bevölkerung 300, also nicht wirklich viel. Hauptstadt ist Exogenie, Gebäude, es gibt nur ein Gebäude da scheinbar. Orbitalperiode 3,2 Erdenjahre, Radius 8366 Kilometer und Tageslänge 30,3 Erdstunden. Atmosphärendruck 5,44 ATM und Oberflächentemperatur 10 Grad Celsius, da ist es ziemlich frisch. Schwerkraft ist 1,1 G. Ja. Ich würde sagen, wir stellen hier noch ein Team zusammen und landen da. Oder kann ich da mit dem Ding richtig landen? Mit der Normandy? Tatsächlich. So, ihr Lieben, wir sind auf Pharos angekommen. Und jetzt geht's wieder los hier. Ich weiß noch, damals habe ich auch... Ach, wusste ich wieder ewig nicht, wie man... War denn hier dieser blöde Ausgang? Da habe ich damals schon ewig gesucht, dass ich von dem Schiff runterkomme. Oh nein, geht das schon wieder los? Ey, ich stelle mich aber auch echt immer an, gell? Das ist unbegreiflich. Jetzt hier raus. Muss ich da runter? Bin mir nicht sicher, ob das hier unten war beim Team.
Das habe ich damals schon falsch gemacht, glaube ich. Oh Mann, ey. Und vor allem, wen nehmen wir jetzt mit? Ich würde sagen, wir haben Rex jetzt schon ein paar Mal mitgehabt. Wir hatten die Ashley ein paar Mal mit. Ein Keaton. Jetzt. Ja, war mir so klar, dass das hier nicht richtig ist. Hier können wir nur verkaufen. Oh, wo ist dieser scheiß Ausgang? Das passiert mir jedes Mal. Ja, hier auch nicht. Hier ist nur der Antrieb vom Schiff. Oh Mann, dann fahren wir halt nochmal nach oben. Wir fahren ein bisschen im Schiff rum. Einfach, weil das Spaß macht. Das haben die aber auch bescheuert gemacht, finde ich. Also das erkennt man so schlecht. Was ist mit meinem Schatten hier? Wo wandert der denn rum? Da geht's zum Doktor? Das ist mein Quartier. Da kann ich auch nichts machen. Ey, gibt's denn das? Das hatte ich schon mal. Ich bin hier ewig rumgeirrt, bis ich dann hier finde, wo ich rauskomme. So, jetzt bin ich auf der Brücke. Das muss hier irgendwo sein, der Ausgang. Ist das vorne beim Joker gewesen? Hier an der Seite irgendwie, gell? Ah ja, jetzt, oh Mann, jedes Mal passiert mir der Mist. Okay, bevor wir das aber jetzt machen, gucken wir nochmal in den Codex rein. Ich hoffe, es ist ein primärer Codex. Ah nein, sekundär ist es. Außerirdische Nichtsratsvölker. Vor 50.000 Jahren, vor ihrer Auslöschung, waren die Verdammter Mist, ist hier irgendwo was dazugekommen? Es ist natürlich nur sekundärer Codex. Außerirdische Nichtsratsvölker, oh nein. Die Kroganer-Kultur und Quarianer-Rechtssystem und Verteidigung. Ich will's gar nicht machen, das Lesen. Ach du Scheiße. Oh, die harsche kroganische Heimatwelt ist nicht nur verantwortlich für die physische, sondern auch psychische Entwicklung ihrer Bewohner. Die Kroganer neigen dazu, selbstbezogen, unnachgiebig und schonungslos zu sein. Als Respektwerte gelten bei ihnen Stärke und Selbstvertrauen. Durch Verrat lassen sie sich niemals überraschen oder gar verletzen. Schwache und selbstlose Individuen überleben bei ihnen nicht lange. In ihrer Kulturwelt gilt das Sterben danach, die Nummer 1 zu sein, als vollkommen normaler Vorgang. Hä? Was in ihrer Kulturwelt gilt, das Streben, Mann, das Sterben, oh Mann, da geht's los, das mal, mal Sätze, das Streben danach, die Nummer 1 zu sein, als vollkommen normaler Werdegang, okay. Mal weiter hier. Nach der Niederschlagung der kroganischen Rebellionen verloren die gesellschaftlichen Führungsprinzipien weitgehend an Bedeutung. Während die kroganischen Warlords früher um den Titel des Overlords kämpften und Streitkräfte aufstellten, die groß genug waren, das ganze Sonnensystem zu bedrohen, lassen sich heute kaum mehr als 1000 Krieger zur Treue verpflichten. Die meisten Kroganer trauen nichts und niemanden außer sich selbst. Ja, Rex halt, ne? Aber ich finde, ich mag ihn halt. Ja, hat seinen Alten halt abgemeuchelt, weil er mit ihm nicht einverstanden war. Krasse Sache, ey. Okay. Diese pessimistische Sichtweise basiert zum einen auf ihrem Grundgefühl von Fatalismus und Feindseligkeit als Folge der tiefgreifenden soziologischen Effekte nach dem Genophage. Das ist das, warum die haben die ja unfruchtbar gemacht oder dass nur noch einer von 100 Kroganern ein Kind zeugen kann. Weiter vorne in Folgen erklärt von mir oder auch gelesen. Ja, Genophage, der die Zahl der Kroganer drastisch reduzierte. Zum anderen haben die Kroganer darüber hinaus das Gefühl, dass die gesamte Galaxie ein Interesse daran hat, das Überleben ihres Volkes zu verhindern. Infolge glauben die wenigen überlebenden Kroganer nicht daran, eine Zukunft zu haben. Die allgemeine Attitüde der Kroganer lautet: Töte, brandschatze und lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Jawohl. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Da haben wir jetzt noch das Rechtssystem der Quarianer. Ist das auch so viel? Boah, Leute, echt jetzt? Es ist schon wieder so spät. Ich lese das jetzt noch und dann machen wir Feierabend. Während das Konzil der Migrantenflotte die Gesetzgebung ähnlich wie die
planetarischen Demokratien wahrnimmt, unterscheiden sich Rechtsprechung und die Gerichtsbarkeit unter... Was? Unterscheiden sich die Rechtsprechung und die Gerichtsbarkeit unterscheiden deutlich. Was ist das für ein Satz? Na egal. In den Folgejahren der Flucht vor den Geth gab es nur wenige Polizeibeauftragte, die für die Millionen Zivilisten der Flotte zuständig waren. Deshalb wurden von der Militärführung Marines entsandt, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Heutzutage verfügen die Marines über... Sag mal, das habe ich doch schon mal gelesen, oder? Die Marines... Heutzutage verfügen die Marines über neue Ausbildungsmethoden und Strategien, um diese Polizeiaufgaben wahrzunehmen. Sie können sich perfekt auf den Kampf in den begrenzten Räumlichkeiten eines Raumschiffs einstellen und respektieren dennoch weiterhin die Befehlsstrukturen des Marines. Was hat denn das jetzt mit... Die Quarianer, das ist doch Blödsinn. Wieso blinkt denn das? Das habe ich doch schon mal gelesen. Leute, haltet es euch an, ich habe das schon mal gelesen, meine ich, aber definitiv, bla bla. Doch, doch, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt geblinkt hat. Oh nein, ich habe das Falsche gelesen. Oh Mann, es ist echt manchmal schlimm mit mir. Die Quarianer, Religion, das ist neu. Ich wusste es doch, ich habe das schon mal gelesen. Okay, dann nochmal von vorne. Jetzt überspringt den anderen Scheiß bitte vorher. die in früheren Zeiten meist praktizierte Religion der Quarianer war das Anbeten der Vorfahren. Aber auch nachdem die Quarianer Glauben durch Säkularismus ersetzten, verloren sie nie den Respekt vor dem Wissen ihrer Vorfahren. Die im Laufe der Zeit immer fortschrittlichere Technologie erlaubte ihnen dann, die Persönlichkeiten und die Erinnerungen ihrer Vorfahren als virtuelle Intelligenzen zu speichern. Diese Aufzeichnungen bildeten ein fundiertes Archiv an Wissen und Weisheiten und wurden in einer zentralen Datenbank gespeichert, auf die man von jedem Extranet-Anschluss aus zugreifen konnte. Die Quarianer waren sich sehr wohl darüber bewusst, dass dies lediglich eine Form der virtuellen Unsterblichkeit darstellte. Denn diese elektronischen Abbilder der Vorfahren stellten keine Lebewesen dar. Aber dieser Umstand galt lediglich als Herausforderung, nicht als Problem. Sie waren davon überzeugt, dass sich gelebte Intelligenz durch Mathematik erklären und erschaffen lasse. Also begannen die Quarianer mit weitreichenden Forschungsarbeiten an künstlichen Intelligenzen, um die Grenzen der Sterblichkeit zu überkommen und die Aufzeichnungen der Vorfahren wieder mit echtem Leben zu füllen. Aber die Lebensformen, die sie schufen, kamen leider zu anderen Schlüssen. Die von den Quarianern erschaffenen Geth zerstörten nach der Machtübernahme als erstes die Datenbanken der Vorfahren. Oh mein Gott. In den Jahrhunderten seit der Evakuierung ihrer Heimatwelt haben sich die meisten Quarianer wieder den verschiedenen Religionen zugewandt. Viele von ihnen glauben, dass die Machtübernahme der Geth und die Vernichtung ihrer Vorfahren eine Strafe für das fahrlässige und arrogante Ignorieren der alten Lebensweise und das Anbeten eigens erschaffener Idole sei. Andere Quarianer haben weltliche ethische Ergänzungsansätze, nach denen ihr Volk tatsächlich fahrlässig und arrogant gewesen sei. Die Strafe aber keinen übernatürlichen Ursprung habe. Vielmehr hätten die Quarianer eben die falschen Entscheidungen getroffen. Auf jeden Fall würde jeder Quarianer bestätigen, dass sie sich durch Anmaßungen ihrer eigenen Heimatwelt beraubt haben. Alles klar, haben wir das auch gelesen? Meine Fresse, ich speichere das Spiel jetzt hier. Spiel speichern und in der nächsten Folge werden wir hier landen. Quasi ein Team zusammenstellen und hier hinausgehen. Die Normandie verlassen mit der Luftschleuse. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in der nächsten. Falls es euch gefallen hat, war ziemlich informativ heute wieder. Ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächsten Folgen, dass es dran bleibt. Ich bin raus und wünsche euch einen schönen Abend. Wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö.